Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. 9 Spiele stehen an, 9 Spiele wurden prognostiziert, 4 Spiele in der Konferenz. Viele, viele verschiedene Kommentatoren. Ich war unter der Woche nicht da, deswegen wurde das in einem organisatorischen Aufwand, ja, sondergleichen kompensiert und ja, ich habe sehr viele nette Kollegen, die hier kommentiert, geschnitten haben. Dadurch leidet hier und da zwar mal die Bildqualität, das müsst ihr dann aber verkraften. Aber ich glaube, das kriegt ihr auch hin. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, viel Spaß beim Zuschauen, Timelinks findet ihr und los geht's mit dem Freitagabendspiel Mainz gegen Augsburg. Freitagabendspiel in Mainz. Mainz empfängt den FC Augsburg und Mainz nach der 3-1-Pleite in Dortmund und Augsburg nur mit 1-1 gegen Bielefeld. Und hier beginnt es nicht besser. 1-0 durch Jean-Paul Boetius nach gerade erst mal 5 Minuten souverän herausgespielt. Keine Chance in dieser Szene für die Augsburger Abwehr, die hier pennt. Und letztendlich auch keine Chance für Raphael Giekiewicz. Wunderschön gemacht, 1-0. Für Mainz 05, Boetius on fire. Das ist keine Chance für Giekiewicz. Der Pole hier machtlos. Aber der FC Augsburg ließ sich nicht hängen und kommt auch nach 11 Minuten. Das ist ein toller Pass auf Vargas. Und 1-1 Ausgleich für den FC Augsburg nach 11 Minuten. Super und wunderschön gemacht hier. Keine Chance in dieser Szene für Robin Zentner und Augsburg jubelt auch. Hier ein toller Pass. Mainz pennt da auch ein bisschen. Und dann der Ausgleich. Die perfekte Antwort für den FC Augsburg. Vargas spielt es wunderschön durch und macht den Ausgleich für Augsburg. 1-1, also wieder alles offen. Und der FC Augsburg nach gut 17 Minuten weiterhin die bessere und überlegendere Mannschaft. Toller Pass. Ein Pass von Maier und Hahn und Zettner muss ran und hält das 1-1 zur Pause fest. Und wir gehen in die zweite Hälfte und da hat Augsburg die erste gute Gelegenheit. Das ist die 49. Spielminute. Toller Pass auf Hahn und der sieht Dorsch. Vargas, super, super schön, Maier. Und er sieht Niederlechner. 52. Spielminute, 1-2, Partie gedreht. Augsburg führt in Mainz mit 1-2. Wunderschön gemacht, keine Chance in dieser Szene hier für Robin Zentner erneut. Aber Mainz gibt wieder nur Geleitschutz und damit heißt es also 2-1. Für den FC Augsburg. Mainz 05 hat mittlerweile wenig zu bestimmen. Bis zur 69. nochmal Burkhardt und Giekiewicz, Iago und toll bei der Sache. Dann die 85. Augsburg kommt mit Gregoritsch, Iago, Vargas, Gregoritsch wieder zurück und das ist Strobel, das ist Gregoritsch auf Vargas zurück. Und Groezo und Strobel. Strobel ist das. Und toll für Niederlechner. Und Gregoritsch. 1-3. Der Schlusspunkt in dieser Partie. Augsburg on fire. Jetzt antworten sie. Der FCA holt damit den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Und das sind die Fans, die feiern natürlich. Und das auch völlig zu Recht und verständlich. 1-3. Also Augsburg schlägt Mainz am Ende nach Rückstand. Dann doch noch wunderschön gemacht. Zentner hier machtlos. Keine Chance in diesem Spiel für Robin Zentner. Bei allen drei Toren nicht. Am Ende war es das dann. 1-3. Augsburg gewinnt in Mainz und baut damit die Serie gegen Mainz aus. Und ja, hat Chancen wieder an Hoffnung zu denken. Und kann auch wieder toll bedient sein und hat den ersten Auswärtssieg. Glückwunsch hier aus meiner Seite.
Das war's mit dem Freitagabendspiel. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Konferenz am Samstagnachmittag. 4 Spiele auf dem Plan. Wir starten mit Leipzig gegen Greuther Fürth. Dort ist Kilian euer Kommentator. Listen des DFB-Pokals. Die Mannschaften laufen hier gerade schon auf den Rasen. Die Leipziger um Kapitän Peter Gulaschi. Die Fans auch mit einer sehr schönen Choreo hier im Stadion. Den Vereinswappen. Rot und Weiß, André Silva hier ganz rechts im Bild, sehen wir auch schon den Neuzugang aus Frankfurt, der letztes Jahr ja schon fast im Alleingang die SGE in die Europa League schoss. Dürfen wir auch gespannt sein, wie sich Greuther Fürth heute schlägt, der Aufsteiger. Müssen wahrscheinlich schauen, dass sie defensiv gut stehen. Das erstmal soweit von hier aus Leipzig, Station Nummer 2 in München. Gregor ist dort bei Bayern gegen Hoffenheim vor Ort. Gegen die TSG aus Hoffenheim. Und da stehen sie schon schön da, Lewandowski. Ist ja auch gerade gleich mit Erling Haaland. Beide haben 9 Tore. Diese Konferenz wird vielleicht gleich auf dem Nebenplatz noch was zeigen, dass Erling Haaland ein Tor geschossen hat. Und dann steht es vielleicht ganz anders, also 10-9 dann. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Aufstellung von Bayern, neu am Tor. Hernandez, Süle, Upamecano, Stanisic in der 6, Goretzka und Kimmich, Sané, Gnabry auf dem Flügel, Müller im ZOM und Lewandowski ganz vorne. Dann werfen wir noch ein paar letzte Blicke auf die Aufstellung von Hoffenheim und gehen dann zu Station 3. Bielefeld empfängt den BVB. Da hat Sascha ein Auge drauf. Arminia Bielefeld auf dem 17. Rang muss gucken, ob es Bundesliga-Niveau ist, was man spielt oder ob man dann doch den Gang in die zweite Liga antreten muss. Heute gegen Dortmund ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um die Wende vielleicht einzuläuten. Vor heimischen Fans gegen den großen Favoriten Borussia Dortmund. Aufstellung: Ortega nochmal wie gewohnt im Tor, Pieper, Nilsson, Brunner Abwehr. Wimmer diesmal auf der 10 und vorne Serra und Hack. Das soweit von der Aufstellung Arminia Bielefelds. Dortmund bearbeiten wir dann während des Spiels. Jetzt noch Station Nummer 4, Wolfsburg gegen den SC Freiburg und dort ist Linus. Es ist noch schlimmer, sie haben 0-2 in der Alten Försterei verloren und die Wölfe auf jeden Fall auf Wiedergutmachungskurs und die Freiburger wollen auch hier was holen und nicht leer ausgehen. Also gleich die Aufstellung im vollen Stadion der Volkswagen Arena. Endlich ist es soweit. Alle Zuschauer fast dürfen rein, nur Geimpfte und Genesene. Das haben wir vermisst, diese Stimmung. Hier die Ausstellung bei Wolfsburg, Castells im Tor und zum Abschluss Weghorst, der Stürmer. Und ja, so eine Standardaufstellung beim VfL Wolfsburg. Und jetzt kommt die Ausstellung auch der Gäste gleich aus Freiburg, direkt im Anschluss, genau mit Flecken im Tor. Da ist Lienhard, Gulde, Schlotterbeck, Günther, Höfler, Eggestein und Cedilia, Grefo, Jiwon Yong und Höhler als Stürmer zum Abschluss. Und ein 3-4-2-1, auch so eine Art Standardaufstellung hier beim SC Freiburg. Und heute soll es nur im Gegensatz klappen mit einem Dreier. Nicht wie gegen Leipzig. Freiburg und Wolfsburg und diese Partie wird der VfL Wolfsburg beginnen und der Ball, der steht bereit und der Ball rollt. 0-0 der Ampfiff Wolfsburg gegen Freiburg, von links nach rechts die Wölfe in den grellen Trikots und natürlich auch mit ganz schön Druck, wie gesagt, nach der 0-2-Niederlage bei Union Berlin.
Das ist Baku, der kommt vielleicht schon auf Mbau, wie der Baku. In Mikal und Weschost. Erster Abschluss, Flecken muss direkt mal ran, 4. Minute. Erste gute Chance, der Partie gehört den Gastgebern. Tor die erste Ecke übrigens auf Flecken, super wunderschön gehalten. Würde ich mal sagen, Bebu 0-1. Und Neuer mit dem Riesenpatzer. Sah zumindest so für mich hier aus. Erst kommt der raus, also klasse Ball hier erstmal von Kramaric, keine Sache. Ja, Fehler von Neuer, von meiner Seite aus gesehen. Erst kommt er raus, dann bleibt er noch ganz kurz stehen, dann kommt er wieder raus, legt sich hin und dann ist Bebu vom leeren Tor. Also geht dann Neuer vorbei und ist dann vom leeren Tor. Und Bebu lässt sich da auch nicht lumpen. 4. Minute, 0-1, CSG ging schnell. Anstoß für die Bayern. In den roten Trikots von links nach rechts. Und Müller, Kimmich. Tor in Wolfsburg. Ein schnelles Passspiel da von der München. Mika macht das souverän. Führung Wolfsburg, 1-0. Wunderschön. Und natürlich die Führung verdient. Zuschauer freuen sich natürlich. Und hier die Führung und keine Chance in dieser Szene für Marc Flecken. Macht los. Früh also gestört die Freiburger. Wolfsburg 1-0 vorne. Und das geht auch schon mal sehr gut los. 2 für Tore in der Konferenz. Jetzt schalten wir nach Leipzig. Dort weiterhin Kilian für euch. Aber sie machen es ruhig und passen sich erstmal den Ball ein bisschen hin und her. So, jetzt erstmal die Seitenverlagerung hier auf Nkunku. Der sucht natürlich Silva. Silva schießt, aber Kräuter Fürth blockt erfolgreich. Tor in Bielefeld. Startet vielleicht sogar direkt hier den Gegenzug. Aber der Konter wird. Das Tor kam jetzt doch etwas überraschend. In der 10. Spielminute ist Marco Reus frei und erzielt das erste Tor in dieser Partie. Mit seinem starken rechten Fuß haut er den rechts rein. Sah jetzt gar nicht mehr so vielversprechend aus, der Angriff der Dortmunder. Aber dann doch, Marco Reus hat ein Auge für solche Situationen und macht den Ball dann auch mal rein. 1-0, überraschend, also nicht überraschend, aber der Angriff an sich war überraschend. Der Favorit führt hier. Und das war auch kein gutes Abwehrverhalten, der Armin. Da darf Marco Reus nicht so frei stehen. Tor in München. Ich bring nochmal die Frage ins Spiel, ob das zählt. Da war kein Abseits, weil der Ball, glaube ich, auch von Richards kam. Wenn mich nicht alles täuscht. Ecke kommt da, ja, da ist, glaube ich, Richards oder so jemand dran. Und dann steigt Lewandowski hoch und führt damit, glaube ich. Weil, also, ich denke es mir. Ich glaube nicht, dass hier in der 11. Minute schon ein Tor bei Dortmund passiert ist und dass Erling Haaland schon hier 1-0 führt. Also hat 10-9. Deswegen, ich vermute mal 10-9. Weil 1-1 also in München, sehr guter Start. In Wolfsburg hat es bereits einmal geklingelt. Die Wölfe führen 1-0. Linus, bitte. Und der Ball kommt gut. Es ist wunderschön. Und Günther klärt für Freiburg vorerst. Und das ist Meka, Arnold, Waldschmidt, Weschost, Meka, Baku, kein Abseits, Mbau. Mbau. War da was drin? Und jetzt der VfL mit Baku. Nee, scheinbar war da gar nichts drin. Also, nächste gute Angelegenheit der Wölfe. Freiburg hat kaum Chancen, hat keinen Zugriff ans Spiel. Bis jetzt hier. Welt. Also, voll im Wölferevier, diese Partie. Für den BVB, Jude Bellingham. Ein richtig gutes Talent, wie viele Spieler auf der Seite Dortmunder. Aber, wie gesagt, wieder ein sehr schwaches Abwehrverhalten der Bielefelder. Da stehen nur, am Ende stehen da 4 Armin und die haben keine Chance gegen 2 Dortmunder. Das darf so nicht laufen.
Und es steht hier schon nach gut 20 Minuten. Könnte durchaus besser laufen für Arminia Bielefeld. In Leipzig warten wir noch auf einen Treffer, schalten wir rüber. Den Ball. Und jetzt der Gegenzug. Können Sie den Konter starten? Zurückgelegt? Nein, können Sie nicht. Leipzig direkt wieder mit dem Gegenzug. Kevin Kampf mit dem Wahnsinnspass auf Silva. Silva mit dem Schuss und mit dem 1:0. André Silva zögert nicht lang, haut das Ding in den Winkel. Nach einem wunderbaren Pass von Kevin Kampel, der durchsteckt auf Silber, der sieht, dass er frei ist. Die Fürther in der Innenverteidigung viel zu weit weg von dem Portugiesen. Der schießt ihn in den Winkel. Der Torwart springt gar nicht, guckt nur den Ball hinterher. André Silva, 1:0 für RB Leipzig. Das Stadion bebt. 22. Minute, 1:0 RB Leipzig. Kreuter führt, kalt erwischt und muss jetzt aufpassen, dass es nicht noch schlimmer wird. Leipzig also in Führung. In München steht es aktuell 1:1. Gregor macht weiter. Samaseku, Richards, Kramaric, Bebu, Baumgartner nochmal zurück auf Samaseku, Baumgartner, Kramaric, Geiger, Raum zurück auf Bebu. Und auf einmal, so schnell kann es gehen, da steht es 2:1 für die TSG. Und wieder ist er schlecht verteidigt und wieder ein bisschen auf Neujahrskappe. Also den kann man auf jeden Fall haben. Und Bebu, Doppelpack für, ja, Bebu. Für die Nummer 9 aus Hoffenheim. Ja, den muss Neuer haben. Streckt den Arm in eine ganz andere Richtung. Geht ordentlich ab hier in der Konferenz. 2:1 für Hoffenheim in Bielefeld. Wir sehen 2:0 für Dortmund. Sascha beobachtet es weiter. Dortmund da, aber da ist Nilsson. Okugawa, Doppelpass. Lausen, Manuel Prietl. Hat ein bisschen Platz. Da ist nochmal Jakob Lausen, der Verteidiger aus der Dreierkette. Man muss auch fragen, ob es von Frank Kramer die richtige Strategie ist, gegen den BVB in Dreierkette aufzulaufen. Gegen die geballte Offensivkraft um Hazard, um Brandt, um Haaland. Aber jetzt Haag alleine vor Kohlner, hätte er vielleicht mehr draus machen können, wäre er durchgezogen und hätte sich nochmal gestoppt. Läuft relativ wenig in letzter Zeit bei den Arminen. Knapp 10 Minuten noch bis zur Pause. Bielefeld tut sich extrem schwer. Wolfsburg gegen Freiburg, da steht's noch 1:0. Gibt ab. Roussillon. Und ja, das ist also Wolfsburg mit Chancen plus hier nochmal das 1:0 souverän. Nichts zu halten hier in dieser Szene für den Keeper der Freiburger Flecken. Also, so wenig zu bestimmen bis jetzt. Wolfsburg, es riecht sowas nach 2:0. Es ist eine Frage der Zeit, bis es fällt. Freiburg hat kaum Zugriff hier in diese Partie und kommt wenig rein. Es ist Höhle. Jetzt vielleicht mal Höhle. Es geht doch. Ausgleich aus dem Nichts. 1:1. Und das ist natürlich unverdient. Aber wer die Chancen vorne nicht nutzt, kriegt sie hinten rein, kassiert. Gästefans außer Rand und Band. Und was für ein Tor war das, bitteschön. Wundervoll, das sehen wir uns nochmal an aus dieser Distanz hier. Und einfach klasse. Keine Chance für Ruhn Castells. Und das ist das 1:1 für den SC Freiburg. Also, Freiburg wieder zurück. Tor in München. Im Spiel aus dem Nichts ein bisschen, aber egal. Ausgleich. 1:1. Doppelpack Bebu, Doppelpack Lewandowski. Und ich glaube, jetzt führt Lewandowski wirklich und ist vor Erling Haaland. Der ist da auch ein bisschen zu frei im 16er da von Hoffenheim.
Was für ein Spektakel. 2:2 Bayern gegen Hoffenheim kurz vor der Pause. In Leipzig sind ein paar Tore weniger gefallen. 1, aber Fürth kommt gerade. Und Gulaschi zeigt all seine Klasse. Gute Chance für Fürth. Sie machen genau da weiter, wo sie vorhin aufgehört haben. Der Schuss war sogar besser auf den Kasten von Peter Gulaschi. Doch dem gelingt es, diesen Schuss zu parieren. Regt sich hier auf, weil da haben seine Abwehrleute wirklich gepennt. Führt jetzt mit der Ecke. Die kommt gut rein, doch der Kopfball etwas zu weit hoch. Sie sind wirklich jetzt am Drücker, nah dran am Ausgleich. Zwei gute Chancen direkt hintereinander. Der geht knapp drüber. Da ärgern sie sich zurecht. Und die Leipziger wieder hier im Aufbauspiel. Gutes Kombinationsspiel hier. Doch der dritte Pass war etwas unglücklich. Führt jetzt wieder auf den Außenbahnen. Schön weitergeleitet. Er legt zurück. Doch das war's erstmal. Leipzig führt hier alles in allem recht verdient mit 1:0. Die Fürther haben auch Offensivaktionen. Silva hier im Bild, der bisherige Torschütze. Man wird sehen, ob Fürth dieses Tempo hochhalten kann, ob sie den Ausgleich schaffen können. Und Leipzig muss jetzt erstmal wieder in die Spur finden und ihre eigenen Aktionen wieder setzen. Ja, die Halbzeitergebnisse: Wolfsburg-Freiburg 1:1, Leipzig gegen Fürth 1:0, Bielefeld-Dortmund 0:2 und Bayern gegen Hoffenheim 2:2. Das ist der kurze, kompakte Überblick. Wir machen weiter mit Halbzeit 2 und es geht weiter in Bielefeld gegen den BVB. Wie gesagt, dort steht es 0:2. Wir melden uns wieder live aus der Schilko-Arena zum Anschluss zur zweiten Hälfte, wo der BVB nach wie vor mit 2:0 führt, dem Favoriten bis hier dem kleinen Außenleiter der Arminia bis jetzt keine richtige Offensivchance gegönnt hat. Und der BVB kommt direkt wieder über Julian Brandt. Meunier, Brandt, Doppelpass jetzt. Brandt könnte den Ball vielleicht reinschlagen, wird abgewehrt von Okugawa. Brandt nur mit dem Einwurf. Da ist Meunier, Brandt, Reus flankt ihn rein. Da ist Hazard, aber der kommt nicht an den Ball. Danke für die ersten Eindrücke, Sascha. Wir machen weiter bei Linus in Wolfsburg. Das war nicht gut. Jong. Und ganz schnell jetzt, Eckestein, Höfle, Grifo, wunderschön, Höhle. Fast der Doppelpack. Also, mal gucken, wie es jetzt läuft. Und wieder Freiburg, das ist Höhle. Aber ein Wolfsburger Fuß dazwischen, das heißt nichts mit dem 1:2 für Freiburg. Obwohl sie jetzt besser sind, das ist wieder Höhle. Kommen aggressiv und das ist schön. Jong verpasst die Führung. Was ist jetzt mit Freiburg los? Streich hat wahrscheinlich gemeckert in der Halbzeit. Völlig zu Recht. Jetzt kommen sie wie neugeboren hier auf den Platz. Und so langsam das 2:1 wieder in Gesprächsweite, aber trotzdem Wolfsburg. Hier wird erstmal gewechselt. Wir wechseln auch, und zwar nach München. 2:2 gegen Hoffenheim. Geht's denn so spektakulär? Weiter, Gregor. Das gut gesehen, aber jetzt erstmal Raum gegen Stanisic, der auch vor ein paar Tagen Stammspieler bei Kroatien geworden ist. Also halt Fußballspieler bei der ersten kroatischen Mannschaft. Und Sané. Mit Müller, Lewandowski, Baumann. Hätte auch rüberlegen können auf Gnabry. Ja, wenn man in einem Duell gegen Erling Haaland ist, dann probiert man klar mal ein paar mehr Dinger selber. Wenn er so weitermacht, dann hat er den Dreierpack. Und jetzt Ecke von Kimmich. Baumann steht sau weit vorne. Jetzt wieder. Was macht Baumann? Achso. Coman kommt für Sané
Und das ist richtig so. 60. Wir schalten mal wieder nach Leipzig. Dort scheint sich Fürth bis dahin ja ganz gut zu schlagen. Oder wie sieht's aus, Kilian? Wieder wie sie ihn gerade eben hatten. Hier, Soboschlei steckt durch auf Silva, der hat nur noch einen vor sich, schießt direkt in den Knick. André Silva, Wahnsinnstor. Mit dem Doppelpack hier. Auch hier, er zögert nicht lang, zieht direkt ab und auch hier hat der Fürther Schlussmann keine Chance. Die Chance war eigentlich gar nicht mal so gut, er hatte immer noch einen Fürther Verteidiger vor sich. Doch André Silva erkennt die Situation, 18 Meter vom Tor entfernt, zieht direkt ab und der Schuss ist noch schöner als der beim ersten Tor. Der geht genau in den Knick, unter die Latte, keine Chance, Leipzig führt 2:0, 62 Minuten sind gespielt, jetzt wird es wahnsinnig schwer für Fürth. Gut, dann steht es hier 2:0, Leipzig hat wohl alles im Griff, nun wieder nach Bielefeld. Es ist relativ deutlich. Jan Haaland, Reus, da ist Brunner, Ortega Moreno. Klose Okugawa, da ist, da wird Serra geschickt. Serra, Yanni Serra gegen Akanji, Klose, Wimmer, da ist Fabian Kunze. Kobel macht sich ganz stark, macht sich ganz groß auf einmal, steht... Da steht Kunz auf einmal vor Kobel frei und da macht er sich ganz breit, ganz groß, sodass der Stürmer auch ein bisschen eingeschüchtert vielleicht ist, vor, wenn da auf einmal der 2-Meter-Schrank vor dir steht. Jetzt wieder der Gegenangriff der Dortmunder. Jetzt geht es hier hin und her, aber Tor in Leipzig. Auch nicht mit dem Offensivspektakel der Dortmunder, was normalerweise ja eigentlich schon ein bisschen... Chancen vergegen, jetzt nutzt er sie und meldet sich mit Greuther Fürth zurück. 2:1, der Anschlusstreffer hier in der Red Bull Arena. Es ist wieder alles möglich. Das kam wirklich aus dem Nichts, muss man sagen. Und auch sehr schöner Abschluss hier, direkt von der 16er Linie. Auch sehr harter Schuss, nicht wirklich präzise, aber sehr hart. Kam unerwartet für Gulaschi. Auch hier, wie bei Silva, unter die Latte geknallt. Tor in München. Und so schnell kann es gehen. Leipzig wurde eiskalt bestraft für ihr Ja. 3:3, 3:2. Dank Thomas Müller und wieder eine Ecke. Und jetzt weiß Bayern, auch wenn es nur noch 20 Minuten sind, wie sie da ungefähr reinkommen. Durch die Fünferkette klappt es nicht. Über Ecken klappt es und Müller, ja, super. Auch wie präzise der war, Baumann. Geht ein bisschen zu weit vorm Tor, aber keine Vorwürfe. Und dann ist er da drin. Schönes Tor von Thomas Müller. Und das heißt, die Bayern führen mit 3:2 und haben damit das Spiel komplett auf den Kopf gedreht. Kramaric, Baumgartner, Bebu, Rudi. Aus auf Raum. Jetzt tatsächlich dann die Bayern das erste Mal in Führung bei diesem Spiel. In Wolfsburg steht es weiterhin 1:1. Passiert da noch was? Ball und wieder. Achtung, das ist Baku. Weghorst verpasst. Den hätte er eigentlich machen müssen. Aber Riesenmöglichkeit und Riesending. In der 78. Spielminute. Also es gibt viel zu diskutieren und Redebedarf bei beiden Teams im Thema Chancenverwertung. Und jetzt vielleicht mal Castells Ecke. Zweite Ecke, Freiburg. Der, wo dieses Ding gewinnt, hat auf jeden Fall das Ding glücklich gewonnen. Ein Riesenquetscherrennen heute hier in Wolfsburg. Und jetzt Ecke für die Gäste aus Freiburg. Günther, der Eckenmann, macht es wieder. Wechsel bei Freiburg, Haberer kommt, Höfler geht. Also wieder frischer Wind in die Party hier in Wolfsburg gebracht. Und ja. So, aus diesem Eckstoß ist nichts passiert. Wir gucken nochmal nach
Bielefeld 10 Minuten vor dem Ende. Ist das auf einmal Renier oder kriegt der Ball nicht aufs Tor? Wieder so eine Überraschungssituation wie beim 1-0 durch Reus. Da stand ja auch auf einmal überraschend Reus vor Moreno. Und da hat es geklappt. Jetzt Renier war recht sehr variabel, jetzt was die Positionsgestaltung von Renier angeht. Meunier, Flanke, zurück, Reus, Hasato, das war die Entscheidung. Da lege ich mich fest, das wird die Arminia nicht mehr aufholen können in 6 Minuten plus Nachspielzeit. Da wird der Mbappé ausgepackt von Thorgan Hazard. Da macht der Belgier keine Kompromisse, haut das Ding direkt oben rein. Keine Chance für Moreno, dem man heute gar keine Schuld vorweisen konnte. Aber wie gesagt, ich stelle die Frage jetzt schon mittlerweile zum dritten Mal. Ist das Bundesliga-Niveau, was uns die Arminia hier anbietet? Tor Leipzig. Google der beiden Belgier, Hazard und Meunier, bei eine gute EM gespielt, beide. Sind dann erwischt. Dritte Chance, drittes Tor. André Silva, der 100% Stürmer heute für die Leipziger. Fehler von Greuther Fürth. Leipzig macht es schnell, steckt hier durch auf André Silva und der ist heute Mr. Zuverlässig. Schließt direkt ab, nimmt ihn gar nicht erst an. Leipzig mit dem 3:1 und wahrscheinlich dann auch mit dem Siegtreffer. André Silva befördert die Leipziger heute im Alleingang auf die Siegerstraße. Was für eine Demonstration von ihm. Und es sind jetzt noch circa 4 Minuten zu gehen. Leipzig hat das Spiel im Griff. Es gab nur eine kurze Phase im Spiel, wo sie es kurz hergegeben haben. Wo man kurz dachte, dass Fürth vielleicht noch am Drücker ist. Wo sie vielleicht noch den Ausgleich hätten erzielen können. Dann dürfte hier mit diesem 3:1 wohl doch alles klar sein. In München ist es um ein Tor knapper. Stanisic, Gnabry, Lewandowski wieder Gnabry, Müller kann schießen, macht's nicht, Coman und Müller, Bosch. Müller nochmal, Kimmich, Entscheidung und jetzt war's, 4:92. Minute und Kimmich rennt zur Auswechselbank und das und jetzt ist es durch. Nach diesem Horrorspiel sowohl von Bayern als auch von Hoffenheim. Und ich will nicht sagen, dass es vorbei ist, aber ich will sagen, dass es entschieden ist. Joshua Kimmich, Riesenfehler von Hoffenheim und Tor in Bielefeld. Dann schaltet Lewandowski ganz schnell um, so wie Kimmich und letzte Woche nicht zum Tor gereicht. Oh, jetzt hat die Regie anscheinend ein paar Kameraprobleme hier. Ja, jetzt. Gianni Serra, schönes Tor. Außerhalb des 16, ich gehe mal von außen, 20 Meter waren das bestimmt. Und dann haut er den da einfach mal humorvoll rein. So kann es gehen. 1:3, aber ich bin mir weiterhin sicher, dass die Arminia das nicht holen wird. Ich weiß jetzt nicht, was die Nachspielzeit angeht. Aber es werden gut, ich gehe mal davon aus, vielleicht 3 Minuten sein, die der Arminia hier noch Zeit bleiben, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das noch drehen. Ich sehe immer noch keine Nachspielzeit hier, wird mir nicht angezeigt. Ja, ist auch egal, der Schiri wird nicht lange nachspielen lassen. Die Anzeige oben ist auch schon wieder ein bisschen. Mach was sie will, die Anzeige oben. Schulz nochmal, Witzel am Strafraum, Hazard, Renier, Moreno. Moreno auch einer der stärksten Bundesliga-Keeper, meiner Meinung nach. Und jetzt pfeift der Schiri ab. 95 Minuten hat er spielen lassen. Borussia Dortmund fährt den nächsten Saisonsieg ein. Feierabend hier. Der BVB gewinnt. In Wolfsburg läuft's noch und wir schauen, gewinnt noch eine Mannschaft. Per Flanke vielleicht nochmal hier. Das ist Baku. Meka, der Torschütze zum 1:0, Arnold und dann Flecken hält den Punkt fest und damit dieses 1:1, ein Punkt in Wolfsburg, ein Punkt mitten in Schwarzwald. Jo, das war's dann mit den 4 Spielen. Torreich ist es gewesen, wir verabschieden uns aus der Konferenz, bleiben Sie einfach am Ball.
Ja, willkommen, liebe Zuschauer, hier im vielleicht schönsten Stadion Deutschlands, nämlich in der Allianz Arena. Baumgartner, Kramaric, die TSG direkt mit Zug nach vorne. Kramaric, Baumgartner, super Pass auf Bebu. Ja, das ging schnell, würde ich mal sagen. Bebu 0-1. Und Neuer mit dem Riesenpatzer. Sah zumindest so für mich hier aus. Erst kommt der raus, also klasse Ball hier erstmal von Kramaric, keine Sache. Ja, Fehler von Neuer, von meiner Seite aus gesehen. Erst kommt er raus, dann bleibt er noch ganz kurz stehen, dann kommt er wieder raus, legt sich hin und dann ist Bebu vom leeren Tor. Also geht dann Neuer vorbei und ist dann vom leeren Tor. Kimmich, nochmal Müller, Lewandowski, Akpor, Guma. Klärt erstmal zur Ecke. Ich weiß nicht, ob Lewandowskis Arm da noch im Spiel war. Ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Bisher. Bayern kam einmal, TSG kam einmal und jetzt kommt die Ecke. Richards klärt nicht gut. Lewandowski mit dem Kopf zum 1-1. Und er zählt. Da war kein Abseits, weil der Ball, glaube ich, auch von Richards kam. Wenn mich nicht alles täuscht. Ecke kommt da. Ja, da ist, glaube ich, Richards oder so jemand dran. Und dann steigt Lewandowski hoch und führt damit, glaube ich. Weil, also, ich denke es mir. Ich glaube nicht, dass hier in der 11. Minute schon ein Tor bei Dortmund passiert ist. Wenn das Erling Haaland schon hier. Geiger. Raum zurück auf Bebu. Und auf einmal, so schnell kann es gehen, da steht es 2-1 für die TSG. Und wieder ist er schlecht verteidigt und wieder ein bisschen auf Neujahrskappe. Also den kann man auf jeden Fall haben. Und Bebu. Doppelpack für, ja, Bebu. Für die Nummer 9 aus Hoffenheim. Ja, den muss Neuer haben. Streckt den Arm in eine ganz andere Richtung. Goretzka, Lewandowski. Und es war gut, dass ich aufgehört habe zu reden. 2-2. Doppelpack Bebu, Doppelpack Lewandowski. Und ich glaube, jetzt führt Lewandowski wirklich. Und ist vor Erling Haaland. Der ist da auch ein bisschen zu frei im 16er da von Hoffenheim. Bei Robert Lewandowski und natürlich Bebu. Aber ich sag jetzt mal, wir sehen uns gleich wieder. Ab in die Pause. Mit Müller, Lewandowski, Baumann. Hätte auch rüberlegen können auf Gnabry. Ja, wenn man in einem Duell gegen Erling Haaland ist, dann probiert man klar mal ein paar mehr Dinger selber. Ecke kommt Müller. Nein, erstmal nicht. Sondern es steht anstatt 2-3, 3-2. Dank Thomas Müller und wieder eine Ecke. Und jetzt weiß Bayern, auch wenn es nur noch 20 Minuten sind, wie sie da ungefähr reinkommen. Durch die Fünferkette klappt es nicht. Über Ecken klappt es und Müller, ja, super. Auch wie präzise der war, Baumann schickt ein bisschen zu weit vorm Tor, aber keine Vorwürfe. Und dann ist er da drin. Schönes Tor von Thomas Müller. Und das heißt, die Bayern führen mit 3-2 und haben damit das Spiel komplett auf den Kopf gedreht. Verschätzt sich da ein Bebu. Das kann jetzt bitter enden. Bebu, Kramaric, Neuer. Und diesmal kann Hernandez nicht mehr vor der Ecke retten. 12 Minuten noch zu spielen. Und Müller, Bosch.
Müller nochmal, Kimmich, Entscheidung. Und jetzt war's, 4:92. Minute. Und Kimmich rennt zur Auswechselbank und das... Und jetzt ist es durch. Nach diesem Horrorspiel sowohl von Bayern als auch von Hoffenheim. Und ich will nicht sagen, dass es vorbei ist, aber ich will sagen, dass es entschieden ist. Joshua Kimmich, Riesenfehler von Hoffenheim. Und dann schaltet Lewandowski ganz schnell um. So. Ja, und das war's mit dieser Partie. 4:2 gewinnen die Bayern gegen Hoffenheim. Herzlich willkommen hier aus Leipzig. Die Spielvereinigung Greuther Fürth trifft auf die Elf von Jesse Marsch. Zurückgelegt, nein, können sie nicht. Leipzig direkt wieder mit dem Gegenzug. Kevin Kampf mit dem Wahnsinnspass auf Silva. Silva mit dem Schuss und mit dem 1:0. André Silva zögert nicht lang, haut das Ding in den Winkel nach einem wunderbaren Pass von Kevin Kampel, der durchsteckt auf Silva, der sieht, dass er frei ist. Die Fürther in Verteidigung viel zu weit weg von dem Portugiesen. Der schießt ihn in den Winkel, der Torwart springt gar nicht, guckt nur den Ball hinterher. André Silva, 1:0 für RB. Führt jetzt mit der Chance, dribbelt vorbei, aber der Schuss geht über den Kasten. Gulaschi braucht sich gar nicht zu strecken hier nach dem Schuss von Fürths Offensivmann Tillmann. Ja, weit drüber. Aber die Fürther sollten weiter so machen, denn sie haben auch von den Fans eine sehr gute Stimmung hier. Bringen richtig Feuer ins Spiel mit rein. Fürth jetzt wieder mit der Chance. Schön rübergelegt, wobei etwas zu weit. Kann er daraus noch was machen, ist die Frage. Kann er, denn Tillmann kriegt den Ball, schießt und Gulaschi zeigt all seine Klasse. Gute Chance für Fürth. Sie machen genau da weiter, wo sie vorhin aufgehört haben. Der Schuss war sogar besser auf den Kasten von Peter Gulaschi. Doch dem gelingt es, diesen Schuss zu parieren. Regt sich hier auf. Das war's erstmal. Leipzig führt hier alles in allem recht verdient mit 1:0. Die Fürther haben auch Offensivaktionen. Silva hier im Bild, der bisherige Torschütze. Doch Greuther Fürth hat den Ball wieder. Verliert ihn aber so schnell wieder, wie sie ihn gerade eben hatten. Hier Soboschlei steckt durch auf Silva, der hat nur noch einen vor sich. Schießt direkt in den Knick. André Silva. Wahnsinnstor. Mit dem Doppelpack hier. Auch hier, er zögert nicht lang. Zieht direkt ab. Und auch hier hat der Fürther Schlussmann keine Chance. Die Chance war eigentlich gar nicht mal so gut. Er hatte immer noch einen Fürther Verteidiger vor sich. Doch André Silva erkennt die Situation. 18 Meter vom Tor entfernt, zieht direkt ab. Und der Schuss ist noch schöner als der beim ersten Tor. Der geht genau in den Knick. Er legt ihn zurück erstmal ins Mittelfeld. Und schöner Chipball hier. Ganz schöner Chipball. Weitergelegt auf Tillmann. Und der nutzt seine Chance. Hat viele Chancen vergeben. Jetzt nutzt er sie und meldet sich mit Greuther Fürth zurück. 2:1, der Anschlusstreffer hier in der Red Bull Arena. Es ist wieder alles möglich. Das kam wirklich aus dem Nichts, muss man sagen. Und auch sehr schöner Abschluss hier, direkt von der 16er Linie. Auch sehr harter Schuss, nicht wirklich präzise, aber sehr hart. Kam unerwartet für Gulaschi gegen Greuther Fürth und es scheint zu fruchten. So, jetzt können sie schnell machen. Leipzig legt da den Ball zurück. Und der wahnsinnig gute Steckpass auf André Silva und der nutzt seine Chance. 3:1. Was für ein Sahnetag hat bitte André Silva erwischt. Dritte Chance, drittes Tor. André Silva, der 100% Stürmer heute für die Leipziger. Fehler von Greuther Fürth. Leipzig macht es schnell. Steckt hier durch auf André Silva. Und der ist heute Mr. Zuverlässig. Schließt direkt ab. Nimmt ihn gar nicht erst an. Leipzig mit dem 3:1. Und wahrscheinlich dann auch, wenn Leipzig gewinnt, 3:1. Holt die wichtigen 3 Punkte im Kampf um die oberen Plätze. Das war's von mir. Ihnen noch einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen.
Der VfL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg. Das ist Baku. Der kommt vielleicht schon auf Mbau wie der Baku. In Mikal und Wechost. Erster Abschluss. Flecken muss direkt mal ran. Vierte Minute. Erste gute Chance. Der Partie gehört den Gastgebern. Gibt die erste Ecke übrigens auf Flecken. Super, wunderschön gehalten. Also, wunderschön im Mika. Giovanni. Wechost und 1:0. Siebte Minute. Mika macht das souverän. Führung Wolfsburg 1:0. Wunderschön. Und natürlich die Führung verdient. Zuschauer freuen sich natürlich. Und hier die Führung und keine Chance in dieser Szene für Marc Flecken. Macht los. Früh also gestört die Freiburger. Wolfsburg 1:0 vorne. Und stand jetzt auf Gutmachungskurs gelungen. Wirkt sehr, sehr abgelenkt und unter Druck gesetzt. Und wieder eine tolle Szene. Waldschmidt, der kommt gut. Und Schwie. Wechost verpasst das 2:0 für die Wölfe. Gibt Ecke, glaube ich. Oder? Muss eigentlich sein. War abgefällt. Freiburg hat kaum Zugriff hier in diese Partie und kommt wenig rein. Es ist Höhle. Jetzt vielleicht mal Höhle. Es geht doch. Ausgleich aus dem Nichts. 1:1. Und das ist natürlich unverdient. Aber wer die Chancen vorne nicht nutzt, kriegt sie hinten rein, kassiert. Gästefans außer Rand und Band. Was für ein Tor war das, bitteschön. Wundervoll, das sehen wir uns nochmal an aus dieser Distanz hier. Und einfach klasse. Keine Chance für Ruhn Castells. Und das ist das 1:1 für den SC Freiburg. Also, 1:1 heißt es also hier zur Halbzeit. Heißt nichts mit dem 1:2 für Freiburg. Obwohl sie jetzt besser sind, ist es wieder Höhle. Kommen aggressiv und das ist schön. Jong verpasst die Führung. Was ist jetzt mit Freiburg los? Streich hat wahrscheinlich versucht es jetzt nach vorne zu machen. Grifo. Ecke Stein. Parade von Ruhen Castells. Aber wie bitteschön. Jetzt diskutieren und Redebedarf bei beiden Teams im Thema Chancenverwertung. Und jetzt vielleicht mal Castells Ecke. Zweite Ecke, Freiburg. Der, wo dieses Ding gewinnt, hat auf jeden Fall das Ding glücklich gewonnen. Ein Riesenquetsch. Baku wunderschön freigespielt, das ist Arnold. Wechost, das ist Giabugi und Waldschmidt und Giabugi. Nochmal eine Hammerchance hier, fast zum Ausgleich für die Wölfe. Da war auch nie Meka, der Torschütze zum 1:0, Arnold. Und dann Flecken hält den Punkt fest. Und damit dieses 1:1. Ein Punkt in Wolfsburg, ein Punkt mitten in Schwarzwald. Also beide nicht wieder gut gemacht. Also besonders Wolfsburg nicht. Und ja, 1:1 Punkteteilung. Glücklich für Freiburg. Eins zu eins im Abstiegskrimi. Das wird den Arminen nicht weit geholfen haben. Hoffnung heute gegen den BVB dann endlich die erhofften 3 Punkte gegen den Abstieg zu holen. Direkt mal mit einem guten Angriff. Die Arminen Wimmer ist da direkt am Strafraum und findet auch direkt den Abschluss, aber der geht daneben. Gerade mal 1,5 Minuten gespielt, schon der erste Abschluss. Der Arminen weiß jetzt nicht, ob das schon als Torschuss gilt. Stefan Ortega Moreno wirft den Ball raus. Ortega Moreno, letzte Woche auch wieder dabei, aber jetzt ist mal ein Angriff der Rolle. Und das ist 1:0! Tor! Das Tor kam jetzt doch etwas überraschend.
In der 10. Spielminute ist Marco Reusse frei und erzielt das erste Tor in dieser Partie. Mit seinem starken rechten Fuß haut er den rechts rein. Sah jetzt gar nicht mehr so vielversprechend aus, der Angriff der Dortmunder. Aber dann doch, Marco Reus hat ein Auge für seine Situation und macht den Ball dann auch mal. Wir wissen es nicht genau, was das denn, die Story-Variable Reus ist nun wieder allein vom Tor. Das Bellinghammer ist erhöht auf 2:0. Tor für den BVB. Jude Bellingham. Ein richtig gutes Talent, wie viele Spieler auf der Seite Dortmunder. Aber wie gesagt, wieder ein sehr schwaches Abwehrverhalten der Bielefelder. Da stehen nur, am Ende stehen da 4 Armin und die haben keine Chance gegen 2 Dortmunder. Das darf so nicht laufen. Und es steht hier schon nach gut 20 Minuten 2:0 für den BVB. Wir hoffen auf eine vielleicht spannendere zweite Halbzeit, auch der Armin. 2:0 zurück ins Studio. Dortmunder keine Chance, ich muss auf Verstärkung warten und da ist auf einmal Gianni Serra. Das war kein Abseits, Gianni Serra hat einfach Kuppel stark gemacht vom Schweizer. Sehr gute Parade vom Schweizer Schlussmann. Da ist Gianni Serra auf einmal durch, allein vor Kobel und dann gebe ich hier nochmal ein starker Reflex. Dafür wurde er geholt aus Stuttgart. 15 Millionen Euro haben sich die Dortmunder den kosten lassen. Jetzt noch eine Ecke der Arminia. Da ist Serra übers Tor. Arminia wird jetzt doch nochmal gefährlich. Über rechts sehr variabel jetzt, was die Positionsgestaltung von Renier angeht. Meunier, Flanke, zurück, Reus, Hasato, das war die Entscheidung. Da lege ich mich fest, das wird die Arminia nicht mehr aufholen können in 6 Minuten plus Nachspielzeit. Da wird der Mbappé ausgepackt von Thorgan Hazard. Da macht der Belgier keine Kompromisse, haut das Ding direkt oben rein. Keine Chance für Moreno, dem man heute gar keine Schuld vorweisen konnte. Aber wie gesagt, ich stelle die Frage jetzt schon mittlerweile zum dritten Mal. Ist das Bundesliga-Niveau, was uns die Arminia hier anbietet? Pritel, da ist nochmal Serra, zieht ab und der ist drin. 1:3. Traumtor durch Gianni Serra, der letzte Woche in Augsburg auch schon gut war, aber es hat letzte Woche nicht zum Tor gereicht. Oh, jetzt hat die Regie anscheinend ein paar Kameraprobleme hier. Ja, jetzt Gianni Serra, schönes Tor, außerhalb setzen, ich gehe mal von aus, so 20 Meter waren das bestimmt. Und dann haut er den da einfach mal humorvoll rein. So kann es gehen. 1:3. Ab hier geht es 3:1 aus. Arminia tief im Abstiegskampf. Dortmund im Meisterkampf. Wir verabschieden uns hier aus der Schiko Arena zurück ins Studio. Es ist Topspielzeit hier im Berliner Olympiastadion. Wir springen direkt in die 14. Minute. Da auf der Offensive Beginn lag den Gladbachern dann doch mit Kramer und dem ersten Abschuss dann in der 16. Spielminute. Das war der erste Abschuss der Partie. Gladbach mit dem besseren Start hier. Szene nun ungeschnitten. Gladbachs Ecke brachte dann erstmal nichts ein, doch noch ein Abschluss der Gladbacher und dann das Tor. Die Szene uncut, 1:0 stand es dann in der 20. Spielminute für Borussia Mönchengladbach. Player mit seinem Tor gegen die Hertha. Wie gesagt, Mönchengladbach mit dem besseren Start besser in die Partie reingekommen. Dann erst die Parade von Schwolo und dann das Kopfballtor aufs leere Tor von Player. Schwolo wäre dann fast nochmal rangekommen. Das alles in der 20. Spielminute. Da sind wir nochmal das Tor. Schwolo fast rangekommen. Hertha dachte sich, so geht das nicht. Aber mit dem Tor ging es dann auch in die Pause nicht passiert mehr in Berlin. Aber in der zweiten Halbzeit spielte dann wieder nur Gladbach. Gladbach nun mit dem nächsten Abschluss durch
Lindl, aber der kommt zurück vom Pfosten. Hertha also im Glück in der 63. Minute. Aber dann nochmal Plea, Schwede mit der Parade. 64. Minute. Gladbach macht ein besseres Spiel und von der Euphorie, die die Hertha nach dem Sieg gegen die Frankfurter Eintracht verspürt hat, merkte man nicht mehr viel in der Nachspielzeit dann nochmal Gladbach. Von Hertha kam wirklich gar nichts. Auch wieder viel Rumspielerei am Strafraum und dann war das doch das 2:0. Wieder Player. Am Ende steht hier dann doch 2:0 für Gladbach und Hertha muss sich fragen, wie geht es weiter? Der Carsten Schmidt hat sich ja schon letzte Woche verabschiedet. Vielleicht wird Paul Dardai dann doch bald folgen, der ehemalige Hertha Erfolgscoach. Hier das 2:0 besiegelte die Hertha-Niederlage im Topspiel hier. 2:0 am Ende. Mönchengladbach gegen die Hertha. Derby-Time hier in Köln. Bayern 04 Leverkusen um den Trainer von Gerardo Suane trifft hier auf die Elf von Steffen Baumgart und wir springen direkt ins Spiel. Schlechtes Aufbauspiel der Kölner und Karim Bellarabi nutzt sofort seine erste Gelegenheit und schießt hier Leverkusen mit 1:0 in Führung. Also frühes Tor hier im Rhein-Derby. Das hat natürlich eine hohe Bedeutung für beide Clubs und es ist umso wichtiger hier für Leverkusen, dass sie in Führung gehen, schon mal direkt von Beginn an ein Zeichen setzen. Wir sehen es, die Leverkusener feiern ausgelassen und wir werfen nochmal einen Blick drauf. Karim Bellarabi kriegt den kleinen Chipball im 16er und solche Chancen lässt er sich nicht nehmen. Schweißt das Leder direkt in den Kasten ein. Horn ohne Chance. Leverkusen führt mit 1:0. Und nächste Chance hier Leverkusen. Sie kombinieren wirklich hervorragend vor dem 16er der Kölner. Wirtz mit dem Doppelpass auf Mitchell Weiser. Doch Timo Horn zeigt all seine Klasse, die er nach so vielen Jahren in der Bundesliga sich erarbeitet hat und klärt zur Ecke. Schöner Versuch hier der Leverkusener, sie sind aktuell einfach dominant, viel aggressiver mit dem Ball und näher dran am zweiten als die Kölner am Anschlusstreffer. Und jetzt hier direkt nächste Chance, Patrick Schick mit dem 2:0. Patrick Schick, der wirklich eine überragende Europameisterschaft mit Tschechien gespielt hat, der in dem Fokus mehrerer Top-Clubs stand, sich aber dafür entschieden hat, bei Leverkusen zu bleiben und bestätigt hier seine starke Leistung mit dem 2:0. Timo Horn feuert seine Mannschaft an, motiviert sie, will, dass die Kölner mehr machen, denn sie stehen einfach viel zu passiv. Man sieht es, Schick kommt völlig frei hier zum Kopfball, netzt das Teil ein. 2:0 für Leverkusen und dann ist auch erstmal Halbzeitpause. In Hälfte 2 verändert sich eigentlich das Bild nicht wirklich. Leverkusen weiterhin stark, hier wieder auf den Außenbahnen. Flanke hier auf Mitchell Weiser, der nutzt seine Gelegenheit. Anders als im ersten Durchgang schweißt hier das Ding zum 3:0 ein. Leverkusen damit eigentlich schon der sichere Sieger in diesem Rhein-Derby. Mitchell Weiser, schön herausgespieltes Tor. Wir sehen es gleich, die Kölner mal wieder viel zu passiv, viel zu weit weg vom Gegenspieler. Schick mit der Vorlage auf Weiser, der nimmt ihn per Volley, auch wenn es nur vorm leeren Tor ist. Die Leverkusener sind einfach dominant, überlegen, lassen den Kölnern hier keine Chance und es steht 3:0. Nicht mehr lang zu spielen hier im Rhein-Derby und direkt hier das nächste Tor. 4:0, es wird eine richtige Katastrophe für die Kölner. Patrick Schick mit seinem zweiten. Alles in allem Man of the Match. 2 Tore, 1 Vorlage. Patrick Schick lässt sich hier Gebühren feiern. Die Leverkusener feiern sowieso. Und das Tor steht einfach sinnbildlich für Kölns Leistung an diesem Spieltag. Wobei man sagen muss, dass Schick auch einfach ein wahnsinnig guter Abschlussspieler ist. Der sucht den Abschluss, der fackelt nicht lang. Horn noch dran, kann aber eigentlich nichts mehr am Einschlag verhindern. Leverkusen 4:0 vorne. Das Ding ist natürlich schon längst gelaufen. Und die Leverkusener weiter hier auf dem Vormarsch, auf der Suche nach dem 5. Tor. Die Kölner leisten keine Gegenwehr mehr, lassen die Leverkusener gewähren, können da auf ihrer linken Seite machen, was sie wollen. Doch die Flanke findet hier letztendlich nur Timo Horn.
der einen heute echt leid tun kann. 4 Tore schon geschluckt, doch auch sein Abschlag findet mal wieder kein Kölner, sondern nur das Leverkusener Team, die hier durch Glück nochmal in den Ball kommen und ja, völlig chaotische Kölner gnadenlos zerstören. Doch der Abschluss viel zu hoch. Doch am Ende wird es ihnen egal sein. Leverkusen mit einer richtig starken Leistung schlägt hier Köln mit 4:0. Und dieser Fußball macht Lust auf mehr. Der Nigerianer Taibo Awoniyi ist definitiv eine der größten Überraschungen der laufenden Bundesliga-Saison. Konnte schon 6-mal treffen. Die erste Chance der Partie gehörte auch direkt ihm. Stuttgart in Weiß, Union in Rot. Und Taibo Awoniyi setzt ein erstes Ausrufezeichen. Union kam allerdings direkt nochmal. Und wie? Genki Haraguchi mit dem 1:0 für Union Berlin. Und wie war es passiert? Schneller Spielaufbau von Berlin. Und dann ist es einfach nur unfassbar gut, was Genki Haraguchi da macht, der Ex-Hannoveraner. Setzt den Ball perfekten Winkel, nicht zu halten, für den Kobel-Ersatz Florian Müller. Ganz kurz vor der Pause, also noch der Führungstreffer für Union, folgedessen auch so der Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit startet dann genauso, wie die erste geendet hatte, mit Union und Max Kruse. 2:0 Union Berlin, absolut verdient zu dieser Phase in der Partie. Definitiv Union die bessere Mannschaft und das 2:0 also auch verdient. In der Wiederholung sehen wir ein abgeblockter Schuss von Vogelsammer, der dann perfekt auf Kruse legt, der ihn nur noch einschieben muss und das auch perfekt tut. Stuttgart fand keinen Zugriff in die Partie und wurde dann auch noch ausgekontert mit Kruse und mit Taibo Awoniyi, der alleine durch ist und dann stark gehalten von Florian Müller, dem Ex-Mainzer. Im Kobel Ersatz. Und danach war die Partie auch zu Ende. Union Berlin gewinnt hochverdient. Stuttgart enttäuschte hier, obwohl sie ja letzte Woche eigentlich noch stark, trotz dessen, dass sie Corona dezimiert waren, gespielt hatten. Union jetzt also mit einer Siegesserie von 3 Spielen und das war's dann auch aus Stuttgart. Zum Abschluss des 9. Spieltages empfängt der VfL Bochum die Eintracht aus Frankfurt und tief im Westen, da wo die Sonne verstaubt, hat Frankfurt erstmal den ersten Aufreger. Das ist Boré auf Suff. Das ging ja mal schnell. 11. Minute, 0-1, 2 Frankfurt hier richtig toll in die Defensive sticht und das 1:0 quasi verdient, so wie sie es jetzt gemacht haben. Wunderschönes Ding. Frankfurter Gästefans außer Rand und Band vor Freude natürlich. Und der VfL Bochum läuft da hinterher. Also Fehlverhalten, keine Chance für Riemann. Und da bereitet Boré auf so traumhaft vorbereitet. Und ja, damit 0:1. Die Freude bei Sof. Aber die Frankfurter wollen nachlegen und kommen. Das ist die 27. Ein Pass auf So. Fast der Doppelpack zum 2:0 hier für die SGE. Also, das 2:0 liegt in der Luft ein bisschen, aber trotzdem, es muss mehr her bei der Eintracht im Thema Chancenverwertung. Jetzt die Bochumer auch mal nach vorne. 30. Das ist Asano. Asano und er macht den Ausgleich aus dem Nichts. 1:1. 30. Spielminute. Das ging ja mal völlig außer Plan der Eintracht. Lossela, der vorbereitet hat, der Torschütze zum 1:0-Sieg in Bochum, hat jetzt hier den Ausgleich vorbereitet für Asano und der lässt Trapp keine Chance. 1:1, Eintracht Frankfurt. Der Pausenstand ebenfalls 1:1 und in die zweite Hälfte, da soll es ruhig mal klappen und rein in die zweite Hälfte. Und da hat Bochum den ersten Aufreger. 54. Das ist Rex Becai. Und er versucht es mal direkt, aber verpasst die Chance hier zum 2:1. Bochum jetzt ein bisschen an einer Wende dran. Doch der VfL, der kommt, wie er will. Das ist wieder Asano. Der macht das hier super. Gewinnt das Zweikampf gegen Tuta. Und das ist schön gemacht. Und Zolle! 2:1, Bochum hat die Partie gedreht. 72. Spielminute. Was
für ein Match aus Sicht der Bochumer. Riesending hier und die Fans des VfLs sind außer Rand und Band völlig zurecht. 2:1, das Spiel gedreht. Das erste Mal ein Spiel gedreht in dieser Saison. Toll für Zoller vorbereitet. Und damit also ist es klar. 2:1 für den VfL Bochum. Das ist auch die gute Nachricht für den Schlusspunkt. Denn mehr gab es nicht mehr zu sehen in dieser Partie. Bochum drehte das Spiel gegen Frankfurt und gewinnt somit im tiefen Westen, wo die Sonne verstaubt, mit 2:1 nach Rückstand. Und holt den zweiten Sieg in Folge. Jo, das soll's dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, würde mich und meine Kollegen auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.